Hello Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich nehme euch wieder mit und genau, heute ist Montag. Ich starte immer irgendwie meine Vlogs meistens an einem Montag, weil ich denke so, ach, jetzt ist eine neue Week, jetzt kann ich auch mal wieder vloggen. Und genau, ich war am Wochenende feiern, also ich war Samstag feiern, genau. Und es war richtig, richtig cool, also ich war mit meinen Mädels feiern. Eine Freundin hatte die letzte Woche Geburtstag und dann waren wir am Wochenende quasi ihr Geburtstag feiern im Club. Und genau, deswegen waren wir zu fünf feiern. Richtig lustig auf jeden Fall der Abend. Und ich war so 4 Uhr, kurz nach 4 zu Hause. Also ich war noch nie so lange feiern. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Aber es gibt ja Leute, die feiern halt wirklich bis 6. Weil wenn man feiern geht, dann richtig. Aber ich bin meistens die Person, die als erstes nach Hause geht. Und bisher war ich immer, wenn ich im Club war, bin ich immer so circa um 2 Uhr nach Hause gefahren. Weil ich einfach da nicht mehr kann. Aber irgendwie am Samstag ging es voll klar. Ich weiß nicht, woran es lag, aber es war, die Zeit ging total schnell um. Also um 2:30 habe ich auf die Uhr geguckt und habe so gedacht, hä, eigentlich würde ich jetzt normalerweise schon nach Hause fahren, aber irgendwie fühlt sich's noch gar nicht so spät an. Also es ist eigentlich ganz nice gewesen. Und wir wurden auch abgeholt. Das war richtiger Luxus, einfach vom Club abgeholt zu werden, dass man nicht selber irgendwie mit Taxi fahren muss. Und genau, also es war ein sehr lustiger Abend. Gestern, ich hatte keinen Kater oder sonst was. Also ich bin einfach richtig fresh aus dem Bett aufgestanden, weil ich habe halt nicht wirklich was getrunken, ein paar Shots und vielleicht eine Mische oder zwei Mischen. Ich habe geguckt, ich war nämlich zuletzt gefühlt, also irgendwie hab ich geschaut in meine Snapchat-Galerie, wann ich zuletzt in dem Club war, wo wir waren. Weil ich gehe, also wir gehen halt immer nur dahin, weil das halt da mega chillig ist. Die Leute sind da halt so, aber also man kommt da halt immer rein und man kann sich bequem anziehen, also man muss nicht besonders schick sein. Der Eintritt ist nicht teuer und da gibt es halt Innenbereiche und Außenbereiche. Das ist halt richtig chillig, weil man draußen einfach mal stehen kann und chillen kann und einfach sich auch mal in Ruhe unterhalten kann und nicht in einer Halle ist, wo es so heiß ist die ganze Zeit. Und man kann auch einfach mal wechseln, so. Das ist einfach richtig cool. Und da war ich einfach zuletzt, letztes Jahr im April, feiern und das ist schon gefühlt wieder fast ein Jahr her. So viel zu meinem Wochenende. Ich wollte mich jetzt kurz meine Skincare machen. Ich habe nämlich hier auch ein paar Unreinheiten, die wollte ich immer abdecken, damit ich quasi schon mal ready bin. Schminken werde ich mich heute nicht krass, weil ich war gestern im Solarium, wie man vielleicht auch sieht. Meine Haut ist noch ein bisschen gerötet. Ich habe einen leichten Sonnenbrand mir geholt, weil ich halt auf einer anderen Sonnenbank war. Genau, deswegen, ich creme die jetzt wieder gut ein und decke kurz meine Sachen ab. Ich habe bis jetzt nur gefrühstückt und habe ein YouTube-Video geschaut. Sonst habe ich bis jetzt nichts gemacht. Also wir haben jetzt auch schon gleich 10 Uhr. Also ich starte ganz entspannt in meinen Morgen. Ich habe heute auch keine Uni, also keine Vorlesung. So, ich bin ready fürs Gym. Heute ist ja Leg Day. Ich habe überhaupt keine Lust gerade gehabt. Aber was mich immer wieder einfach in diesen Mut bringt, also ne, Motivation ist vergänglich und man kann nicht immer motiviert sein. Man muss auch einfach manchmal dann Disziplin zeigen und einfach durchziehen, auch wenn man sich gar nicht danach fühlt. Aber was mich immer in den Mut bringt, Sport zu machen, also auch mein Krafttraining, alles durchzuziehen, ist meine Playlist, weil ich einfach so Lieder drin habe, die mich so krass hochpushen. Also einfach in den Mut bringen. Und das bringt es einfach. Und ich habe mir gerade einen Boosty gemacht. 4 Scoops, aber Koffein muss leider sein. Also genau, und demnach gehe ich jetzt ins Gym. Meine Playlist hat mich richtig hochgepusht. Ich habe ein nices Gym-Outfit an. Ich fühle mich heute gut. Ich chill noch kurz, weil ich muss noch eine Kleinigkeit essen. Irgendwie ein paar Reistaffeln oder so esse ich mir jetzt noch. Das ist mein Gymfit. Sieht zwar nicht aus wie ein Gymfit, aber ich trage heute ein Oversize-Shirt. Drunter mein Sport-BH von Gymshark. Und ich trage dann unter der Jogginghose, die ist von Teveo. Die ist sehr nice. Trage ich eine Teveo Shorts. Also ich habe heute eine Shorts an, wie man hier sieht. Also die endet hier. Ich wollte mal den Sommer ein bisschen zurück ins Gym bringen. Ich freue mich unnormal wieder auf den Sommer, wo man einfach in Shorts trainieren kann. So entspannt. Deswegen heute Oversized Shirt und Shorts. Hatte ich irgendwie voll Lust drauf. Timeless Scrunch in Schwarz habe ich an. Und die trage ich einfach immer unter der Jogger, weil es ja einfach viel zu kalt ist, sonst so rauszugehen bei dem Wetter. Good morning, Leute. Ich glaube, gestern habe ich eigentlich nichts gevloggt. Ich weiß gar nicht mehr, weil ich zuletzt gefilmt habe. Auf jeden Fall haben wir jetzt Mittwoch und ich habe mich gerade mal ready gemacht. Mein Zopf ist hier schon wieder so lost. Ich muss ihn gleich nochmal neu machen. Wartet kurz. Draußen ist es wieder so krass kalt geworden, dass alles zugefroren ist und es sogar nachts manchmal geschneit hat. Aber es bleibt natürlich nichts liegen. Es ist alles nur so Frost. Und ja,
finde ich nicht so nice, weil ich bin halt schon voll im Frühlings- und Sommer-Vibe drin. Also ich habe halt richtig Bock auf Frühling. Genau, also gestern kam ein ASOS-Paket an, das habe ich ausgepackt, habe euch aber nichts gezeigt leider, habe ich irgendwie komplett vergessen zu vloggen. Ich habe auf jeden Fall 3 Teile behalten. Ich habe das auf meine Insta-Story gepostet. Die Schuhe sind sexy, das sind keine Overknees, die gehen quasi bis zum Knie. Aber genau das macht die so nice. Die sind auch total bequem und da kann man super drauf laufen, weil die so ein krasses Plateau haben, dass es gar nicht mehr hoch ist. Und dann habe ich noch so ein grünes Oberteil behalten und dieses blaue Kleid, was ihr schon in meiner Story gesehen habt. Alle Sachen, die ihr oft bei mir seht, dann guckt mal in meinem Instagram-Highlight bei Links. Also ich habe ein Highlight, da habe ich alles drin verlinkt, wonach ich oft gefragt werde und was mich interessiert und so weiter. Da sind Klamotten drin und auch alle anderen Sachen. Also ich packe alles in das Highlight. Also falls ihr irgendwas nachshoppen wollt, dann schaut bei dem Highlight. Heute kommt ein Paket an. Ich freue mich mega. Also ich habe echt gedacht, es kommt erst später. Also eigentlich sollte es erst nächste Woche kommen. Aber dann wurde gesagt am 20., also am Freitag. Und jetzt habe ich heute Morgen eine Nachricht gekriegt, dass es schon heute kommt. Zwischen 10 und 14 Uhr. Deswegen sollte es jetzt die nächsten Stunden ankommen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe nämlich was bei Farfetch bestellt. Und ich werde euch das dann zeigen. Ich bin sehr excited, ob es mir gefällt. Also ich habe mir eine Tasche bestellt, so viel kann ich sagen. Und ich bin sehr gespannt, ob sie mir gefällt, weil es wieder ein bisschen was Teureres war. Ich habe jetzt gerade die Spülmaschine ausgeräumt und habe mir direkt ein Isoclear gemacht. Ich habe gerade 2 Brote gefrühstückt. Ich habe ganz heute Morgen Kaffee getrunken. Und dann, habe ich jetzt gewartet. Sorry, wegen Nasenspray. Ich bin Nasenspray-abhängig. Ja, Leute, ihr wisst's. So, und ich wollte euch noch eine Sache erzählen, die bei mir momentan abging. Das betrifft euch nicht, aber ich wollte es euch gerne trotzdem erzählen. Und zwar habe ich mein Management gewechselt und ich bin mega happy jetzt, dass ich in einem neuen Management bin. Ich bin sehr gespannt, wie das Jahr jetzt wird, weil, ja, man weiß halt nie so richtig, worauf man sich so einlässt, aber es ist ein gutes Management und ich kenne auch Leute, die da drin sind, deshalb, war ich mir eigentlich relativ safe, dass ich in das Management will und ich bin super, super dankbar, dass die mich aufgenommen haben. Es ist total cool, weil es ist halt schon schwer, ein Management zu finden, weil viele sind halt schon voll und also die richtig guten Managements sind halt alle schon voll meistens und so und deswegen bin ich so dankbar, dass mich einfach so ein gutes Management einfach aufgenommen hat, weil das ist schon, also für euch macht das zwar keinen Unterschied, aber für einen selbst macht das schon einen großen Unterschied, weil ein Management muss einen ja auch so ein bisschen supporten und unterstützen und man erwartet ja auch irgendwo, dass einen das Management so ein bisschen weiterbringt in dem, was man macht. Einfach auch ein bisschen Support vom Management zu kriegen. Und ich war jetzt 2 Jahre lang in einem Management, aber ich kannte halt in meinem Management niemanden. Also keiner war in meinem Management gefühlt. Also das war halt so ein Management, die sich, glaube ich, hauptsächlich um kleinere Influencer so gekümmert haben. Und ich bin ja ein kleiner Influencer aber oder Content Creator, aber ich kannte halt sonst niemanden, der bei mir drin war. Und ich war halt leider über das letzte Jahr, also ich habe schon, wann habe ich geguckt? Ich habe schon ich habe circa ein Jahr lang schon mich umgeguckt nach einem neuen Management. Es hat so lange gedauert, ein neues zu finden für mich, weil, ja, ihr müsst verstehen, ich bin jetzt auch nicht der größte Content Creator und demnach ist es echt voll schwer, ein Management zu finden. Ja, ich bin sehr gespannt, also für euch, wie gesagt, hat es keinen ausschlaggebenden Punkt, aber für einen selbst, also ich hoffe, man kann so jetzt offen darüber reden, aber für einen selbst, die Manager kümmern oder das Management kümmert sich ja um die Kooperation und es ist ein super wichtiger Teil, wenn man, sag ich mal, das als Beruf oder Nebenberuf machen will. Deshalb, da muss einfach vieles passieren und auch stimmen in der Kommunikation und so. Also es muss einen auch so ein bisschen weiterbringen und mal fördern und auch ein bisschen herausfordern, dass man ein bisschen aus sich hinaus rauswächst und einfach mal was Neues auch ausprobiert oder einfach mal ein bisschen so Hilfestellung geben, weil alleine Content zu planen und zu kreieren ist wirklich sehr, sehr schwer auf Dauer. Also wenn man es wirklich lange, lange macht und wenn man halt dann nicht so richtig weiß, okay, welche Richtung soll ich jetzt mit meinem Content einschlagen und was gefällt den Leuten und wie spreche ich eine bestimmte Zielgruppe an und so weiter und das ist super, super kompliziert auf eine lange Dauer, weil viele denken ja, jeder postet nur hier so sein Zeug, was er macht täglich und dann seine Hobbys und so und das war's dann. Aber
da steckt halt so viel mehr dahinter, auch alles, was man so beachten muss hintenrum. Also man kann es gar nicht so ganz in Worte fassen, aber jeder, der das selber macht, glaube ich, weiß, was ich meine, dass man einfach auch bestimmten Content machen will, um bestimmte Leute zu erreichen oder wie auch immer. Und das ist super schwer, das so herauszufinden selbst. Demnach ist es super, super cool, wenn man halt Leute hat, die schon Erfahrung haben, die auch schon mit anderen Leuten sowas gemacht haben, dass die einem so ein bisschen Hilfe dabei geben können. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Einfach Management, was einen auch so persönlich als, also was einen auch als Person so, also wisst ihr, was ich meine? Also mit dem man sich als Person einfach gut versteht und ja, wo die Kommunikation dann einfach so oft so einer freundschaftlichen Basis ist und so persönlich ist und so, das finde ich total, total cool. Jetzt habe ich gerade über das neue Management gesprochen mit euch. Habe ich jetzt meine neue Managerin angeschrieben. Ich habe jetzt gleich einen Call, also in einer Stunde, wo wir ein bisschen über ein paar Sachen quatschen. Ich finde es so geil. Es ist so ein neues Gefühl irgendwie, wie so eine Art Neustart. Und ich bin mega positiver Dinge. Also ich freue mich extrem, extrem krass auf alles so, was jetzt auf mich zukommt, weil ich finde das total cool, weil ja, das Management sich jetzt auch so mal mit mir als Person beschäftigt und einfach mir auch hilft bei vielen Dingen. Also wir quatschen heute ein bisschen über so bestimmte Sachen und ja, ich freue mich mega, deswegen habe ich mich auch gerade mal geschminkt. Ich sehe jetzt auch schon ein bisschen besser aus, ein bisschen anschaulicher. Ich wollte euch kurz was zeigen und zwar habe ich mir so ein Licht bestellt von Amazon. Einfach so ein geiles Licht und man kann das auch, halt, das ist das Geile, hinten ist ein Display, sieht man das? Ich hoffe, man sieht das. Da kann man das an den Rädchen an der Seite, kann man halt das heller, dunkler, kühler und wärmer stellen. Es ist so, so nice und man kann es halt auch noch bunt einstellen, also es gibt hier eine Leiste, man kann einfach komplett jede Farbe einstellen. Es ist so sick für, wenn man, also das Bunte brauche ich jetzt glaube ich nie, aber dafür, dass das so klein ist, ist das so hell und ich habe es jetzt halt relativ warm eingestellt. Aber man kann es natürlich auch kühler machen. So, jetzt ist es richtig kalt. Boah, ist so nice. Ich schwöre, das ist echt die krasseste Erfindung. Leute, meine Tasche ist da. Ich freue mich so sehr. Oh. Also, ich habe schon das Paket geöffnet. Ich habe bei Farfetch die bestellt. Ich habe super lange geschaut nach Vintage-Taschen. Aber die Vintage waren immer fast genauso teuer wie die neuen. Also es gibt ja verschiedene. Also, ich sag mal, damit ihr es besser versteht, also ich habe mir eine Tasche von Jacquemus bestellt und, oder Jacquemus, ich weiß immer noch nicht 100%, wie man es ausspricht, aber ich sage Jacquemus, genau. Ich bin ja auch kein Experte bei sowas. Ich habe mir ja letztes Jahr im April die YSL Lulu gekauft in Medium im Bräuninger in Düsseldorf und die habe ich auch neu gekauft, weil ich mir damals dachte so, ich hole mir jetzt meine erste Designertasche und die war ja schon fucking teuer. Sie ist jetzt im Preis auch gestiegen, was halt mich mega gefreut hat, weil ich sie nicht mal ein Jahr habe und sie ist jetzt schon in dem nicht mal ein Jahr schon um 600 Euro gestiegen. Und das hat mich mega gefreut, deswegen bin ich auch froh, dass ich die neu gekauft habe. Und die ist ja schon recht groß, also die ist ja schon so eine, die ist, was heißt recht groß, ich habe mir die extra ein Medium gekauft, damit ich die halt so zum Shoppen gehen und so halt tragen kann und damit ich die halt so für so größere Dinge auch gebrauchen kann. Aber mir war die fürs zum Beispiel nur ins Restaurant gehen, also zum Essen gehen, zum Ausgehen, so war die mir einfach zu groß und auch tatsächlich einfach zu teuer. Ich liebe die Tasche unnormal, aber die hat halt für gewisse Anlässe dann doch schon ein bisschen zu große Größe. Oder wenn ich jetzt ins Nagelstudio gehe oder einfach ins Restaurant gehe, will ich die nicht hinten über meinen Stuhl hängen. Das ist mir dafür einfach, die ist dafür zu groß, weil da fällt die halt nochmal mehr ins Auge und zu teuer. Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Also ich trage die super gerne zum Shoppen gehen und so. Aber nicht, wenn ich jetzt einfach nur ins Restaurant mich setze. Und ja, ich freue mich mega, weil ich habe mir jetzt eine Tasche gekauft, die ich super lange schon seit Monaten im Blick hatte. Und davon gibt es verschiedene. Von Jacquemus gibt es ja die Bambinos, es gibt diese Petitgrößen. Ja, und ich zeige euch die jetzt. So sieht sie aus. Ich habe sie natürlich in schwarz genommen, weil an schwarzen Taschen sieht man sich halt nicht satt. Die ist so, so schön und es gibt die auch noch in lang, also es gibt die ja noch in ein bisschen länger, die kostet aber echt dann wieder 200 Euro mehr und das wollte ich jetzt nicht ausgeben und ich fand die eigentlich schöner sogar, also ich hatte halt wie gesagt die anderen Modelle mir auch angeschaut und habe dann Reviews geschaut, habe TikToks angeschaut über die Taschen und mir hat keine so richtig gut gefallen, auch die kleine viereckige ist auch richtig schön, die hat aber halt diesen großen Henkel oben, der so, den man nicht bewegen kann, der halt so starr ist. Und
das hat mir auch nicht so hundertprozentig gefallen. Ich wollte halt eine Tasche, wo auch mein Handy und so reinpasst und Schlüssel und Portemonnaie und sowas. Und demnach sollte die halt auch eine gewisse Form haben. Und die, finde ich, hat die perfekte Größe. Ja, ich bin happy. Guckt mal, so sieht die aus. Ja, ich bin mega happy. Wenn ihr mal seht, so ist die Größe jetzt in meinem Körper, also zu meinem Körper. Also wenn ich die jetzt umhängen habe, ist die halt so. Good morning, Leute. Ich habe heute richtig gute Laune und bin mega motiviert. Ja, es ist heute Donnerstag, das heißt, es ist Leg Day. Ich habe mich schon seit 2 Tagen wieder darauf gefreut. Seit dem letzten Leg Day habe ich mich auf den neuen gefreut und es hat einfach geschneit. Das freut mich heute gar nicht. Ich habe gar keine Lust mehr auf Winter. Ich will unbedingt Frühling. Ich habe mich gerade fertig gemacht. Ich habe gerade noch TVO-Stories abgedreht. Genau, ich dachte, ich mache das direkt heute Morgen, weil dann sehe ich später nicht nach dem Leg Day so schlimm aus in den Stories. Deswegen habe ich jetzt direkt gemacht heute Morgen. Wir haben jetzt 10 vor 10. Ich muss nämlich jetzt gleich los. Das ist mein Outfit. Ich trage heute den Timeless Grunge BH von TVO. Und im Leg Day dann noch die Classy Seamless Leggings. Eine meiner liebsten Leggings von TVO, weil die hat kein Booty Scrunch, aber betont trotzdem richtig gut den Po und hat ein richtig gutes, festes Material. Also das ist sehr, sehr, also ich finde das Material ist schon recht fest für, im Vergleich zu anderen. Und ich liebe das an der Leggings, weil die macht so eine schöne Shape. Also ja, ich mag die Classy Seamless und die Timeless Scrunch am liebsten, falls ihr mich fragt. Die Focus Collection ist auch ultra nice, die ist ja erst gedroppt. Also ja, ich habe mir auch von der Launch Collection nochmal 2 Leggings nachbestellt. Weil ich habe ja die braune von denen und da ist mir ein bisschen Breff drauf gekommen beim Putzen erstens. Und zweitens, ja, ist die braune halt immer so ein Farbklecks. Deshalb wollte ich halt 2 schlichte haben. Und auch wenn ich mit TVO halt zusammenarbeite und ich halt viele Sachen gestellt bekomme von TVO, kaufe ich trotzdem immer noch selber gerne da ein. Also ich habe mir die Sachen auch selber bestellt mit meinem eigenen Code und ich denke, dass viele das einfach gar nicht checken oder auch nicht ernst nehmen, wenn man sowas sagt. Aber ich liebe die Sachen einfach. Ach, übrigens wollte ich euch erzählen wegen meiner Diät. Ich dachte ja, ich habe ja gesagt, ich gebe euch immer zwischendurch mal Updates, wie es so läuft. Und es läuft nicht so gut. Also ich habe... Hatte 1 Kilo runter bis jetzt, nach den ersten 2 Wochen ungefähr. Aber ja, den habe ich jetzt wieder rauf, weil ich habe ja einmal so ein Cheat Day gehabt nach dem Feiern gehen. Also ich war eh einmal feiern am Wochenende letztens mal, also letztes Wochenende. Und da habe ich auch nicht viel getrunken oder so. Und da beim Feiern gehen bin ich dann so, okay, ich muss jetzt halt was essen vorher, weil wenn ich jetzt wirklich... Aber ich habe auch halt den ganzen Nacht, also ich hatte um... 4 Uhr morgens, als ich nach Hause kam, hatte ich 13.000 Schritte. Also an sich war es auch schon, habe ich auch eigentlich schon wieder viel mich bewegt an dem Abend. Aber danach, den Sonntag, hatte ich halt mega den faulen Tag. Nicht, weil ich einen Kater hatte, sondern einfach, weil man halt dann wegen Schlafmangel und so. Das macht einem das schon so ein bisschen kaputt. Deshalb, ich gehe auch sehr selten feiern, war ja auch nur, weil ich auf dem Geburtstag eingeladen war. Ja, aber ich hatte 1 Kilo runter, den habe ich jetzt wieder rauf. Also ich hatte jetzt... Also das Gewicht schwankt, ist ja ganz normal. Es ist echt, es ist leichter gesagt als getan, ne? Und ich gebe euch auch immer gerne meine Tipps weiter und so, auch wenn ich selber kein Profi bin und das irgendwie nur so mache, wie ich es mir selber beigebracht habe. Aber ja, es ist einfacher gesagt als getan. Man muss es dann auch wirklich mal durchsetzen. Und dafür bin ich halt auch da, dass ich euch auch motiviere und ihr auch seht, dass bei mir nicht alles perfekt läuft. So, ich melde mich zurück mit einem Update. Wir haben ein paar Stunden später... Gym war heute richtig gut. Das Gym war erstens leer. Es wurde voller, als ich gegangen bin. Und ich habe 3 Übungen nur gemacht, aber dafür halt richtig mit Schmackes, Leute. So, Leute, ich melde mich mal zurück. Es ist ein paar Tage später. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt gevloggt habe. Ich war nämlich letztes Wochenende dann shooten mit ein paar anderen Mädels in Düsseldorf in so einem Loft, was wir gemietet hatten. Und da sind so, so krasse Bilder entstanden. Ich habe schon ein paar davon auf Instagram gepostet. Also schaut gerne bei meinem Instagram vorbei, weil die Bilder sind wirklich richtig, richtig nice geworden. Und das Ganze nimmt jetzt so seinen Lauf, sag ich mal. Also es kommen auf jeden Fall noch richtig viele, viele geile Bilder online. Ich wollte den Vlog an der Stelle einfach beenden, weil ja, ich irgendwie gar nicht mehr weiß, wo ich war. Und ich glaube, der Vlog ist lang genug, weil ich habe eigentlich schon, glaube ich, ganz viel gevloggt. Ich hoffe sehr, euch hat der Vlog gefallen. Abonniert gerne meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Bye.